Nein, war gestern. Oh. Vorsicht, öfter. Alter, es ist voll heiß in dem Level. Bist du deppert? Ja, grüß Gott, liebe Leute. Es sieht nämlich so aus, wir sind ja hier nach München gekommen, wie ihr wisst. Wir haben euch das ja am Anfang gesagt. Es ist laufen, also ich habe noch keine zivilen Polizisten gesehen. Die begrüßen dann aber auch nicht. Das ist nämlich jetzt auch schwer. Und jetzt habe ich gesehen, wir brauchten auch gar nichts mitbringen. Hier gibt es nämlich 2,5 Kilo Cannabis zum Messepreis, ja. Hey, komm mit. Ziggy! Na, großer. Hey, schön, dass du da bist. Ja, Mann. Alles gut. Natürlich, lang nichts mehr von dir gehört. Ja, ja, ich bin Vater geworden und so. Echt? Ja, ich habe einen Sohn bekommen. Deswegen geil. War ich ein bisschen, in letzter Zeit ein bisschen passiv, habe mich ein bisschen zurückgezogen. Ja, Leute, und der Ziggy, der steht nämlich hier bei Extreme. Ihr seid ein Headshop, Growshop? Auch Headshop, Shisha-Shop, Growshop, alles. In München? In München, genau. Wo kann man euch finden? Rosenheimer Straße 42 am Rosenheimer Platz. Hey, was gibt's für dir Neues? Ach du, ich zeig hier ein paar Geräte, eigentlich nicht viel. Ich muss erst mal gucken, was die Konkurrenz überhaupt alles so gemacht hat. Ist ja bei denen ja auch viel passiert, lange nichts mitbekommen. Ja, ich habe aber richtig geile Pfeifen. Hast du Konkurrenz oder was? Ach ja, gibt's immer. Ja, soll's geben, habe ich gehört. So. Ich sehe das jetzt immer nur so, was die Leute so kaufen. So, ah, das ist ja gar nicht von Weedstar. Naja, sonst aber eigentlich alles cool. Ja. Hab jetzt zum Beispiel diese hier, das ist ein richtig brutales Gerät, sieht ein bisschen aus wie die anderen, ist aber ganz anders. Ja, weil Kalkulatoren gibt es ja heute in so ausgefeilter, also in jeglicher Weise, aber die kopieren mich ja immer, den haben sie noch nicht. Okay. Es ist ja immer moderner und aktueller jetzt mit Ölrauchen und so. Ja, hast du da was Spezielles? Ich habe ein paar Wax-Geschichten, allerdings habe ich mich da noch ein bisschen zurückgezogen. Ganz ehrlich, also noch nicht richtig mit rausgehauen, weil ich kenne viele Leute, die das gerne wollen, aber nicht bekommen. Mhm. Sind nicht alle Grower. Also das ist bei den Growern natürlich easy, weil die haben natürlich die Materialien, um das zu machen, aber auf dem Markt der einfach Markt ist nicht da. Noch nicht da. Ich war neulich in L.A., da ist es so super, da ist so viel gerade. Mhm. Und also Wax ist ja eine tolle Sache, kann ich jedem empfehlen. Also, gerade für die Medizin. Ja, und auch wer des Rauchens drüssig ist. Ja. Also man muss ja, also ich brauche 2-3 Joints, damit ich erstmal auf Betriebstemperatur komme. Und wenn ich dann ein bisschen Wax rauchen kann, dann geht das wesentlich schneller, effizienter. Muss nicht so viel rauchen, weil das Rauchen an sich ja nicht so das Beste ist. Wunderbare Sache. Ich hoffe, das etabliert sich hier ein bisschen. Aber es tut's auch. Also du kommst noch mit Sachen raus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein paar Wax-Sachen rausgebracht. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist aller super innovativ, neu oder so. Hey, Leute, wenn ihr wissen wollt, was Neues gibt, schaut's einfach auf weedstar.com. Und da seht ihr. Bis dann. Wir sehen uns. Wir sind jetzt nämlich hier beim Hemperium, beim Obi. Hamburger sind nämlich jetzt out. Jetzt sind Hanfburger in. Obi! Grüß Gott! Ich versuche nämlich jetzt schon seit längerer Zeit vor McDonald's loszukommen. Und ich denke mal, du kannst mir dabei helfen. Ne? Der ist völlig vegan, oder? Also ja, früher waren wir vegetarisch, auf Wunsch haben wir vegan gemacht. Mittlerweile machen wir ihn komplett vegan, weil du brauchst kein Ei im Hanfburger. Und Remoulade, wenn es die Leute wollen, soll jetzt bei uns im Restaurant selber drauf machen. Hier fragen wir mit Remoulade, ohne dass wir vorne auf dem Tisch keine Sauerei haben. Aber wie gesagt, vegan. Und die sagen, sie wollen einen Fleischburger, den gehen wir trotzdem ein, weil das hat gar keiner, dass der ohne Fleisch ist. Viele kommen dann und sagen, was ist das, Rind- oder Schweinefleisch? Die Leute kommen nicht nur einmal, sondern immer wieder. Also nur die sagen, der schmeckt dir, die wir nicht probiert haben. Also gibt es kein anderes Ding, als ich habe noch nie in der Lebung gesagt, oh, der schmeckt scheiße. Sonst irgendwie. Also normal sind die Leute begeistert. Wir sind mittlerweile überall Vertreter. Wir sind in der Uni, in der Mensa Ulm, also von der Universität, die Kantine, gibt es einmal die Woche Hanfburger, weil sie uns, ich glaube, 10 oder 15 Jahre beobachtet haben, wie wir beim Sommerfest immer unsere Hanfburger verkauft haben. Und sie dargestellt mit ihren Bratwürste und die Leute haben gesagt, wir essen lieber einen Hanfburger. Die sich schon das ganze Jahr darauf freut, einen Hanfburger. Was hältst du davon? Super lecker. Echt? Super. Magst du mehr? Also kriegst keine Provision hier?
Nein, ist echt spitze. Voll gut, toll. Super. Hey Leute, ich würde sagen, ihr müsstet mal beim OB mal nach Ulm fahren, einfach mal in die Kneipe. Ich finde es sowieso geil, mal eine Kneipe aus dem Ganzen zu machen. Ja. Ich werde dich auf jeden Fall mal besuchen. Und jetzt werde ich erstmal noch einen Hamburger genießen und da will ich die Kamera nicht bei sehen. Neben mir, da sitzt der Roland. Hallo Roland. Hallo. Schön, dass du mal vor die Kamera kommst. Okay. Der Roland ist Cannabispatient und zwar hier in Bayern. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, weil ich glaube, das ist ein ganz schöner Kampf, oder? Ach ja, das ist einer von den vielen Kämpfen, was man als Patient quasi austrägt. Und es ist quasi der letzte, wo man es noch probiert und vielleicht noch einen Hoffnungsfunken hat, seine Krankheit ein bisschen in Linderung zu bekommen. Aber die Realität holt dann wieder schneller ein, wie man es gedacht hat. Die Finanzierung, okay. Kriminalität, man wird quasi immer noch behandelt wie ein Krimineller. Ja. Mich würde jetzt mal der Anfang interessieren. Du bist ja irgendwann bist du mal auf Cannabis gekommen oder wusstest, dass dir das hilft, oder? Ich muss sagen, ich habe in der Jugend auch mal Experimentierphase gehabt. Ich denke, da hat jeder seine Erfahrungen gemacht. Man hat es in der Jugend ausprobiert. Mhm. Okay, habe es dann eigentlich nicht mehr konsumiert, ab und zu einmal. Okay, dann ist das mit der Krankheit immer extremer geworden. Ziemlich viele OPs und. Schmerzmittel einnehmen, Nebenwirkungen. Warst du Morphium-Patient? Nee, ich war Tramal abhängig. Okay. Ich habe 4 kalte Opiatentzüge hinter mir. Mhm. Und. Ich sage, die Nebenwirkungen haben mich kaputt gemacht. Darum habe ich gesagt, ich will keine Medikamente mehr. Okay. 2012 Schlussstrich. Gesagt, Ende mit allem, was von der Pharmaindustrie kommt, lange ich nicht mehr an. Okay. Dann ist die neue Suche angegangen, neuen Arzt, wer hilft mir weiter? Dauerschmerzen, alle sagen, mir fehlt nichts, aber ich habe Schmerzen. Mhm. Das ist natürlich das Schlimmste. Ne? Die Leute können nicht in dich reingucken und sagen, sie sehen ja gesund aus. Ja, wenn ich da stehe, man erkennt es nicht, die Krankheit. Ja. Und das ist das Schlimme. Also ich habe deine Narben gesehen, du hast schon ein paar Operationen hinter dir. Ich finde, das sieht jetzt nicht gerade aus, als wenn das nichts wäre. Also ja, die vordere am Bauch hat 17 cm abgemessen und die hinten am Rücken 20 cm. Ich sage, meine Ironie, ich sage, ich hätte zweimal oder weiter geschnitten, hätte ja durchgehend Arschlochen, muss ich mal ganz dazu sagen. Ja, das heißt, du bist quasi austherapiert. Ich habe sogar ein Hochfrequenzstimulationsgerät implantiert. Das neueste momentan auf dem Markt seit 2012. Hat keine Wirkung gebracht. Gut, es ist ein Problem gekommen. Die Anker war nicht richtig gesetzt. Der Schmerz ist noch extremer geworden. Dann ist zweimal Revisierungs-OP, also dass wieder besser wird, wieder falsch gemacht worden. Und der letzte OP war 2014 und da war es dann ganz vorbei. Dann ist zu viel geschnippelt, nochmal geworden. Okay. Und seitdem ist der Schmerz quasi doppelt so stark da wie vorher. Wann hast du angefangen, dich jetzt um die Sache Cannabispatient zu kümmern, um deine Ausnahmegenehmigung zu bekommen? Ich habe angefangen über Bekannte. Ich habe es dann einmal probiert, weil ich kann auch nicht schlafen. Okay. Sage, ich habe halt ziemlich wahnsinnige Schlafprobleme. Mhm. Und der Bekannte hat gesagt, rauch halt einmal einen. Und man denkt, ja, warum eigentlich nicht? Früher hast du die auch angeraucht, okay, es war Genuss. Und die haben halt gesagt, das hilft vielleicht. Ja, dann habe ich den geraucht. Super, es ist mir auf einmal gut gegangen. Wow, ich komme mehr wie 2 Stunden schlafen. Eine Reaktion vom Körper her, dann habe ich gewusst, das ist es. Okay, sehr schön. Und du hast jetzt wie lange gebraucht, um deinen Antrag durchzukriegen? 8 Monate mit ganzen Arzt, mit Atteste, mit allem drum und dran, mit Antragstein, bis alles beieinander ist, sage ich. Für einen Schwerkranken ist das ein wahnsinniger Weg. Sage ich teilweise, ich sage, ich kann mich bewegen. Es gibt viele Patienten, die kann ich gar nicht bewegen. Die sind wirklich bettlägerig und kriegen keine Unterstützung, kein Amt hilft. Teilweise die Ärzte findet man nicht. Und wenn man einen Arzt fragt, dann schaut er dir und du kommst dir gleich vor wie der größte Verbrecher auf Gottes Erden und das kann nicht sein. Es ist für mich ein Medikament. Und was total schräg finde, ist, so wer organisiert ein Global Cannabis oder Marihuana Match, was man doch erzählt, ja, oder in dieses Jahr? Dieses Jahr den hast du ja auch noch organisiert. Genau. Ja, genau. Also ich habe mich angeschlossen, der war schon vor mir da. Wir haben leider keine Gründer zusammengebracht, die wo diesen Verein gründen wollen, weil die Panik zu groß war. Klar, wenn es Cannabis heißt. Ja. Panik, gerade hier in Bayern ist ja die Strafverfolgung nicht gerade zimperlich in dem Bereich. Aber wir haben uns nicht abbringen lassen. Wir sind auch von der Stadt verwiesen worden. Wir hatten Stadträume, die haben sie uns gesperrt. Echt? Am Tag der Gründung. Wir wollen etwas Illegales hier machen. Durch einen Zeitungsartikel bei uns in der Lokalpresse. Verein will Cannabis verteilen.
Das war die Überschrift natürlich. Das okay, das haben wir sogar gelesen. Ja, ja, das war bei uns. Woran können sich Leute wenden in eurer Umgebung, wenn die Kontakt mit eurem Verein aufnehmen wollen? Wir haben eine Internetseite in Facebook, cscingolstadt.ev. Ja. Sie können sich da gerne also melden. Also ich nehme sie auch in die geschlossene Gruppe, dass sie sehen, was wir so organisieren und machen. Okay. Also habe ich kein Problem. Wer Interesse hat, kann sich jederzeit dort eine Anfrage stellen. Okay. Und wer da, und da können sich eventuell auch Patienten helfen. Ja, ich helfe gerne Patienten, was geht, sage ich, da bin ich, das ist eigentlich meine höchste Priorität. Mhm. Der Patient geht mir vor, weil das sind diese Leute, die momentan nicht warten können. Ja, die brauchen es, sage ich, sofort. Es müsste eigentlich sofort morgen quasi die Regierung, weil es war der größte, hergehen und sagen, 400 Patienten kriegen es umsonst. Es ist geregelt und jetzt machen wir mal konkret Sache, wie geht es in der Zukunft weiter. Genau. Dann sind zumindest die, wo wirklich davon betroffen sind, sofort versorgt. Stimmt. Ich danke dir vielmals, dass du so offen warst und ein bisschen was erzählt hast. Immer schwer offen zu sein, aber ich habe gesagt, jetzt ist mir egal. Ich habe nichts mehr zu verlieren, mein Leben hat mich nur kaputt gemacht. Ja. Krankheit, Bürokratie, egal. Mach weiter so. Ja, danke dir. Und ihr seht ihn schon im Hintergrund, getroffen habe ich auch den Dominik von Crazy Nightboss. Hi Dominik. Hey, was gibt's neu? Schon wieder die Dinger umgefallen. Ja, ist normal. Naja, also die Nummer 4 ist draußen. Und wir haben jetzt halt irgendwie als Neuerung halt so jetzt halt auch so ein paar so kleine Artikel mit reingemacht, weil wir werden halt ständig gefragt, was gibt's so Neues und so. Ja. Und da haben wir jetzt eine neue Section, Lernen von den Nachbarn. Super. Ja. Wir haben auch ganz toll, haben uns selber wirklich wahnsinnig drüber gefreut, ein Interview mit Tommy Chong gemacht. Wow. Ja, also wirklich total dufter Typ, hat echt was zu sagen, wirklich wahnsinnige Ausstrahlung. Wer nicht kennt, Cheech und Chong, ja? Cheech und Chong, ja klar, Logo, der Beste. Und so ein bisschen News über CBD, weil einfach doch, ja, es ist einfach die einzige legale Alternative zum THC und es funktioniert so super. Und dann natürlich, wie immer, Comics ohne Ende, ja. Super. Und hier auch wahnsinnig stolz drauf. Wir haben Hunt Emerson. Ja, Hunt Emerson ist einer der größten halt so, hat schon mit Gilbert Sheldon zusammen Comics gemacht in den 70ern und 80ern. Ist einer der besten Comiczeichner weltweit. In Frankreich letztes Jahr unter die 75 Besten gekürt. Wahnsinn. Also, es geht gut ab, ja. Also, wir sind wirklich stolz und so. Und ich glaube, auf der Linie machen wir auch weiter. Macht das auf jeden Fall. Jo. Danke für die Info. Peace. Leute, und schaut euch das an. Crazy Nightboss Nummer 4 ist raus. Und jetzt auch online. Und jetzt auch online. Jetzt auch online. Also reinschauen. Danke, Dominik. Bis dann. Ja, das hier ist der Marihuana-Likör. Den gibt's bei Hooks. Und die sitzen in Wiener Neustadt. Da solltet ihr mal vorbeischauen, nämlich. Der ist ziemlich lecker. Prost, Prost. Prost. Also es ist ja so, die Nerven sind ja weg, ne? Die sind abgestorben. Okay. Die Fingern auch. Das heißt, Sie haben kein Gefühl mehr in den Fingern? In den vorderen Spitzen nicht. Okay. Aber das Schlimmere sind die Beine. Okay. Und stört Sie das beim Laufen, jetzt, oder? Ja, die früher hat es gekribbelt, so fing es an. Und jetzt, in letzter Zeit, habe ich massive Schmerzen. Okay. Also nach einer Weile, wenn man läuft oder steht. Mhm. Mhm. Und interessant. Und es wird langsam doch problematisch. Nerven, ja. Es gibt eine Medizin, das ist eine für Epileptiker beispielsweise, die will ich eigentlich nicht nehmen. Glaube ich. Ja. Weil die meist auch oft dann, die haben zwar eine Wirkung, aber oft 10 Nebenwirkungen. Nebenwirkungen, dann. Ja. Und das haben sie halt bei CBD oder so gar nicht. Das da gibt es keine Nebenwirkungen. Das ist jetzt immer abgelehnt und das würde einem halt der Neurologe verschreiben. Ne? Ja, weil sie dafür Provision kriegen. Ne? Es hat mein Herz geschlagen und wäre fast aufgesprungen. Und an anderen Tagen, da war sein Puls fast ganz verklungen. Ich hab von Liebe gehört und manchmal frag ich mich auch, ob die wohl in den Kopf gehört oder kommt die aus dem Bauch. Und mit dem Blicken in den Spiegel könnte ich schwören, dass in meinem Gesicht mir andere erscheinen. Aus diesem Grund, aus vielen anderen Gründen, widme ich dieses Lied dem Gefühl.
der Flo Söhner. Hi Flo. Hallo, servus. Hey, schön, dass du mal kurz vor die Kamera kommst. Klar. Du machst angeblich so Führungen oder Reisen oder was bietest du da an? Ja, ich mache das, also ich persönlich mache es ein bisschen mit. Mein Mitbewohner und auch Hanfaktivist Sebastian Grams hat die Firma aufgemacht, Chillissimo. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, Reisen mit dem grünen Daumen geprüft auf Fuerteventura. Es gibt eben in Spanien noch so ein bisschen das Problem, dass einfach Touristen nicht in Cannabis-Social-Clubs reinkommen oder sehr oft nicht, weil die nur Einwohner aufnehmen dürfen. Und wir bieten da quasi so Informationstouren an, weil wir sind in einigen Clubs Mitglied und können dann mit unseren Besuchern quasi ihnen mal so einen Cannabis-Club von innen zeigen, wie das Ganze abläuft. Und dann gibt es auch ein paar Getränke und Goodies und Sweeties für die Besucher. Genau, und dann kann man sich mal ein Bild machen, wie sowas abläuft, weil viele Menschen haben ja sowas noch gar nicht von innen gesehen und sind dann oft ganz überrascht, wie toll integriert und gechillt und sauber und wie toll und locker die Atmosphäre dort ist. Wie lange läuft so eine Tour? Es ist sehr unterschiedlich, also die Leute wollen mindestens eine Stunde. Es gab aber auch schon Touren, wo wir so nach 5-6 Stunden dann gesagt haben, so, jetzt sollten wir langsam mal den Club verlassen. Ja. Nee, ich meine jetzt diese Touren, die du da anbietest, geht das über mehrere Tage oder sind das Tagestouren? Oder? Das ist eigentlich immer nur im Endeffekt 3 Stunden. Also ich hole meine Leute ab und dann fahren wir zu einem schönen Club und bleiben dann da, solange wir wollen. Ja. Okay. Kann man da sagen, was die Leute das kostet, wenn sie so eine Tour buchen? Ich kann es nicht genau sagen, ungefähr 70 Euro, aber da schaut einfach auf der Homepage nach www.chillissimo.de und da stehen die genauen Preise auch zu unseren Zimmern. Und ist genau geschrieben, Chillissimo? Chillissimo, genau wie chillen, Chillissimo. Ja. Chillissimo. Ah, da guckt, da seht ihr das jetzt eh auf dem Flyer. Ja, schön, ich finde es auf jeden Fall eine tolle Sache, die du da machst, insgesamt. Flo, ich danke dir, dass du kurz vor der Kamera warst. Mach's weiter und vielleicht können wir dich auch mal auf der Insel besuchen. Sehr gerne, herzlich willkommen von CIA-TV immer. Bis machen da. Wir was weiter. Passt. Schönen Tag noch. Ciao. Ich widme dieses Lied dem Gefühl im Allgemeinen. Ich widme dieses Lied dem Gefühl allgemein. Und mit den Blicken in den Spiegel könnt ich spüren, dass in meinem Gesicht mir andere erscheinen. Aus diesem Grund, aus vielen anderen Gründen widme ich dieses Lied dem Gefühl. Hallo, ja. Hi, servus, hi, grüß dich. Danke. Du hast ein total interessantes Projekt, nämlich Hemp. Würdest du das kurz mal vorstellen? Ja, gerne. Hemp steht für Hanfsamen-Erntemaschine-Projekt. Okay. Und das ist ein Projekt, womit wir mit Crowdfunding halt die Mittel zusammen haben wollen, um eine neue Erntemaschine zu bauen, die Landwirte neben die Faser auch Hanfsamen ernten lassen ermöglicht. Okay. Und damit halt den Ertrag pro Feld erhöht und damit hoffentlich auch die Anreiz für andere Landwirte, um mehr Hanf anzubauen. Okay. Und eigentlich hauptsächlich ein wertvolles Produkt nicht auf dem Acker zu lassen. Okay. Gibt es da schon einen Prototyp oder sowas? Also, oder ist das noch? Ja, ja, ein Versuchsgerät ist schon da. Okay. Der ist aber recht alt und der braucht ein neues Triggerfahrzeug, verschiedene neue Modulen. Da ist ein großes Renovationsbedarf. Okay. Da sind wir die Kampagne gestartet. Wir haben eine Findungsschwelle bei 10.000. Ab dann können wir halt die alte Maschine dermaßen fit machen, dass wir noch ein Jahr benutzen können. Okay. Wenn wir die 50 erreichen, was natürlich schön wäre, dann werden wir halt ein neues Trägerfahrzeug kaufen und halt eine neue bauen. Also 50 wäre das nächste Ziel. Genau, und wenn wir das jetzt nicht schaffen, werden wir halt andere Wege finden, um das zu machen. So, wenn nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Ah, super. Wo kann man euch finden im Internet oder wo kann man euch unterstützen? Das geht über das Plattform StartNext. Dann einfach eingeben www.startnext.com/hanfernte. Okay. Und da findest du auch noch ein kurzes Video, wo ich alles nochmal kurz erkläre und alle Unterstützungsmöglichkeiten und noch ein paar Blogartikel, mehr Informationen und so weiter. Super, super. Also unbedingt einmal reinschauen. Ja, alles klar. Nein, Dankeschön. Ich danke dir. Danke. Perfekt.